James Harden ist der wahrscheinlich beste Scorer in der NBA und er ist es eigentlich gewohnt, dass es weitestgehend niemanden gibt, der ihn alleine verteidigen kann. Ich meine, nicht ohne Grund entwerfen Teams seit Jahren irgendwelche besonderen Konzepte, verrückte Taktiken und versuchen mit aller Kraft Harden zu stoppen bzw. wenigstens den Ball aus seinen Händen zu bekommen. Man hat es bisher aber noch nicht geschafft. Oder sollte ich sagen, bis zur aktuellen Serie gegen die Oklahoma City Thunder. Lou Dort macht nämlich bisher einen atemberaubend guten Job gegen James Harden, verteidigt ihn so gut, wie ich es selten einen Spieler habe machen sehen. Dazu erstmal ein paar Gedanken. Es waren zwei Spiele, eine extrem kleine Sample Size, wir werden im weiteren Verlauf der Serie noch mehr zu sehen bekommen und eine bessere Aussage treffen können. Plus, Harden dominiert trotzdem, 32 Punkte pro Spiel, ein 127er Offensive Rating bei 61% True Shooting. Ja, er dominiert, aber halt nicht, wenn er gegen Lou Dort spielt, gegen den sieht er dort nämlich noch absolut gar kein Land. Aber wie kann ein Spieler, der mir bis vor ein paar Tagen noch kein wirklicher Begriff war, der nicht gedraftet wurde und auch nur 1,90 Meter groß ist, James Harden stoppen? Das schauen wir uns in den nächsten Minuten mal etwas genauer an. Harden nahm mit Dort als primären Defender bisher 21 Würfe, machte 3 davon, 2 seiner 16 Dreier. Schaut mal hier, Jeff Green hat den Ball, Harden stellt den Ballscreen und die Thunder switchen vorerst, Dort steht in der Driving Lane. Um ein Gallo gegen Harden-Duell zu verhindern, switchen sie zurück mit einem explosiven Closeout. Er stoppt ab, Harden fängt den Drive, gebt euch mal, wie schnell Dort seine Füße bewegt, das ist absoluter Wahnsinn. Er hat relativ viel Abstand und das ist eine Kombination aus Reaktionsschnelligkeit und Sprungkraft, denn er kann den Wurf trotzdem noch sehr gut erschweren. Dort nimmt die Hand nicht nur hoch, er schwingt den ganzen Arm in Richtung Harden. Einige der verworfenen Stepbacks sind sicherlich einfach Pech für Harden, beim Großteil wird es ihm aber einfach schwerer gemacht, als er es bisher kennt. Dort positioniert sich etwas links von Harden, möchte nicht, dass dieser über links zum Korb zieht, womit der Harden schon mal eine bevorzugte Option eindämmt. Was macht er dann? Er streckt die Arme aus, schlägt nach dem Ball, um Harden aus dem Rhythmus zu bringen. Dazu hat ausgerechnet dessen Teamkollege PJ Tucker vor einigen Tagen etwas auf Instagram geschrieben. Dieses Reachen nach dem Ball hilft nämlich, den Angreifer aus dem Rhythmus zu bringen und bei Harden und seinen Stepbacks geht es sehr viel über Rhythmus. Zurück zum Play und so kompliziert ist es auch eigentlich nicht. Eine schnelle Reaktionszeit und diese explosive Sprungkraft sind die Schlüssel. Und, dass wenn er oben ist, er schon fast versucht den Ball wegzuschlagen, dieses fliegende Closeout. Um seine Reaktionsschnelligkeit mal etwas zu verdeutlichen, ist diese Szene hier Gold wert. Wieder das Reachen nach dem Ball und dann geht Harden den Schritt zurück und dort ist sogar zu früh beim Absprung, landet nochmal und geht dann fast im identischen Moment hoch in die Luft. Absolut verrückt. All die Dinge, den Platz, den sich Harden kreiert, wie er Defender einfriert für einen Moment, es bringt gegen Lou Dort absolut nichts. Diese 2 von 16 Dreier sind kein Zufall. Dieser Clip führt uns zum nächsten Punkt. Zuerst verweigert James Harden den Stepback, vermutlich eine kluge Entscheidung, dann bekommt er den Ball wieder. Und Lou Dort ist wieder direkt in seinem Gesicht. Er reagiert quasi synchron, perfekte Fußarbeit, er schneidet ihm den Weg ab und vielleicht das Wichtigste, der bullige Wing lässt sich nicht rumpushen. Denn das kann Harden gegen Defender wie Schröder zum Beispiel bequem machen, sie einfach zum Korb drücken und scoren. Gegen das Muskelpaket prallt er aber einfach nur ab. Hier attackiert er den Topfoot, macht aber nichts aus dem kleinen Vorteil, weil Dort sich mit einem Schritt wieder vor ihn drückt. In dieser Szene eisen die Thunder den Ballscreen, wollen Harden nach rechts schicken und Gallo steht nicht optimal, das macht aber wieder nichts, da Dort recovern kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da man als On-Ball-Defender Spieler wie Harden einfach nicht immer daran hindern kann, eigentlich sogar nur ganz selten daran hindern kann, vorbeizuziehen. Dann aber wieder zurück ins Play zu kommen, an ihm dran zu bleiben, zu recovern, das ist die ganz große Kunst. Dorts Explosivität, Antritt, Schnelligkeit, Footwork und die Physis sind Gründe für Szenen wie hier. Hier wieder, gebt euch diese Fußarbeit, Harden hat keine Chance, muss countern und auch der Spin-Move bringt gar nichts. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, vielleicht seht ihr ja noch irgendwas, was ich hier übersehe, etwas, was Dort anders macht als alle anderen bisher, aber das ist lächerlich gute On-Ball-Defense. Ich kann mir hier sogar vorstellen, dass Harden hier einfach fragt, wie zur Hölle machst du das? Und dann wäre da noch Rim Protection, Shot Blocking, wenn der Rocket Superstar dann doch mal vorbeizieht.
Die nächste Sache, über die ich reden will, ist, wie Lou Dort mit Screens umgeht oder besser gesagt, wie er durch Screens hindurchgeht. Hier, das ist alles andere als ein schlechter Screen von Jeff Green. Er steht breitbeinig, verhindert, dass Dort mit dem Topfoot, seinem rechten, über den Screen geht und sucht Kontakt mit Hüfte und Schulter. Was macht Dort? Er powert sich durch den Screen durch, geht mit dem linken Fuß drüber, drückt sich irgendwie noch vor Harden und klebt wie gewohnt an ihm dran. Hier, schnell über den Screen gekämpft, drumherum navigiert, Defense aus dem Lehrbuch. Covington screent erneut, Dort muss die Taktik ändern und spontan drunter gehen und wieder schneidet der Harden den Weg ab. Der Rest ist nicht neu. Und das hier möchte ich euch auch noch zeigen, Green stellt ein Ballscreen, wieder Eisen oder Weaken die Thunder den Screen, man will Harden nach links und direkt zu Adams schicken. Green liest die Situation und macht daraus ein Step-Up-Screen, wodurch Dort Harden verliert, gut verteidigt aber von Adams, Dort kann recovern, schöne Szene. Diese überragende Defense hat natürlich auch einen großen Einfluss auf Hardens Spielweise, der hat phasenweise überhaupt gar keinen Bock mehr auf Isolations. Dass man Harden dazu bringt abzuspielen, ohne ihn zu doppeln oder sofort eine Unterzahlsituation zu haben, ist eine coole Sache, aus der man aber bisher noch nicht wirklich Kapital schlagen konnte. Wie hier, eine Harden-ISO ist mit das effizienteste Play der gesamten Liga und Harden verzichtet hier drauf, Pluspunkt für OKC. Das dann aber so zu verteidigen und einen Dank abzugeben, darf einfach nicht passieren. Jedes Mal, wenn der Ball nicht mehr in Hardens Händen ist, ist das gut und es gab einige Szenen, wo das toll funktioniert hat für die Thunder-Defense, aber ich war insgesamt doch etwas enttäuscht. Der Instinkt ist natürlich, dass man The Beard nur mit Hilfe stoppen kann und deshalb kam hier auch immer wieder die Hilfe. Aber ich denke, in vielen der Szenen hier hätte Lou Dort das auch super alleine geschafft und so rettete man die Rockets quasi, weil Harden trotzdem noch zu einem freien Mitspieler abspielen konnte. Wie hier, wo Gallo nicht unbedingt kommen muss. Oder hier Noel, der einsinkt. Oder hier, wo Adams auch draußen hätte bleiben können. Was Houston dann versucht hat, war, Dort weg von James Harden zu bekommen und einige Male klappte das und man konnte den Switcher zwingen. Und siehe da, einfache Punkte. Man sieht hier, wie hart Dort noch versucht, sich über den Screen zu kämpfen, am Ende muss er aber nachgeben. Gallo hat dann keine Chance. Man setzt Harden auch als Screener ein, Dort switcht, verteidigt dann den Korb und gebt euch mal dieses Closeout. Dieser Typ ist einfach unfassbar gut. Der Grund, dass Harden trotzdem auf seine Punkte kommt und dabei lächerlich effizient ist, ist, dass kein anderer Thunder-Spieler ihn auch nur ansatzweise stoppen kann. Ich hatte das auch in einem Tweet geschrieben, Houstons Offense macht absurde 37,5 Punkte pro Angriffe mehr, wenn Dort auf der Bank sitzt, als wenn er spielt. Wobei man natürlich die sehr kleine Sample Size nicht vergessen darf. Das war mal mein Video, wie immer danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.